Anselm Feuerbach, geboren 1829, verstorben 1880. Anselm Feuerbach mutet wie eine grüblerische Faustnatur an. Der Maler war ein Enkel des bahnbrechend fortschrittlichen Rechtsgelehrten Paul Johann Anselm Feuerbach, der politisch als strikter Nationalfreiheitlicher focht und Neffe des Philosophen Ludwig Feuerbach. Als sogenannter Deutschrömer verband Anselm Feuerbach in seinen Werken auf geniale Art Klassizismus und Romantik. Gewiss war er einer der bedeutendsten deutschen Meister der bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts. Dem überragenden Mimen Obi Fischer gelang in dem 1947 gedrehten österreichischen Film Das unsterbliche Antlitz, ungeachtet der flachen Liebesgeschichte, die darin erzählt wird, ein gefühlvolles Porträt des großen Künstlers Anselm Feuerbachs. Regisseur des Films war Geza von Csifra. Der Ungar hatte es im Dritten Reich zum erfolgreichen Drehbuchautoren gebracht und 1943 mit dem aufwendigen Eisrevue-Film Der weiße Traum als Spielleiter debütiert. Auch in den Jahrzehnten nach dem Kriege setzte von Csifra als Meister des Unterhaltungsfilms zahlreiche Leinwandwerke in Szene, die zu Kassenschlagern wurden. Kaiser Franz Josef I., geboren 1830, gestorben 1916. Österreichs Kaiser Franz Josef I. regierte die Donaumonarchie nahezu 7 Jahrzehnte. Als Oberhaupt des Vielvölkerstaates um Ausgleich der Nationen bemüht, war sich der Habsburger, dessen Dynastie 4 Jahrhunderte die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gestellt hatte, durchaus der eigenen Identität bewusst. »Ich bin ein deutscher Fürst«, betonte er, dem Vorstand des Deutschen Juristentages in Wien 1862 sagte die Majestät, »ich bin zwar vor allem österreichisch, aber entschieden deutsch.« 1914 kam es unter Kaiser Franz Josefs Zepter zur Waffenbrüderschaft der Österreich-Deutschen mit den Reichsdeutschen. In mehreren Filmen wurde Franz Josef von Paul Hörwiger verkörpert. Hier sehen Sie den 1955 in Österreich unter der Spielleitung von Emst Marischka gedrehten Heimatfilm Die Deutschmeister mit Hörwiger als Kaiser von Österreich. Schon rund 20 Jahre zuvor hatte der Schauspieler in zwei anderen Filmen die Majestät gegeben. 1934 in Petersburger Nächte unter der Regie von E.W. Emo und 1935 in Frühjahrsparade inszeniert von Geza von Bolvary. In Die Försterchristl, einer 1952 in Deutschland von Arthur Maria Rabenalt gedrehten Liebesgeschichte nach der Operette von Georg Jano, trat Karl Schönböck als Franz Josef I. auf. 1962 gab es eine Neuauflage, Die Försterchristl, unter der Regie von Franz Josef Gottlieb. In Ludwig II., Glanz und Elend eines Königs, spielte Erik Frey die Rolle. In Königswalzer von 1935 hatte Kurt Jürgens als jüngster Kaiser Franz Josef um die bayerische Prinzessin Elisabeth gefreit. Ja, aber als Heimlicher. Du weißt doch, hier in Wien ist alles dagegen, dass ich mich mit Elisabeth verlobe. Am allermeisten die Mama. Schwere Geschichte. Muss ich als Charles gerne die Audienz bekommen? Natürlich. Ich brauche unbedingt zuerst einmal die Einwilligung vom König Max. Aber als diplomatische Mission wäre das doch eigentlich das Geschäft für meinen Onkel, ne? Tja, wenn dein Herr Onkel als Gesandter in München nicht ausgerechnet auf Seiten der Mama stehen würde. Einen heikleren Auftrag hast du nicht aussuchen können, Herr Mensch, oder? Schau, Ferdi, es hängt doch alles von dir ab. Bitte? Ihre kaiserliche Hoheit, die Kaiserin Mutter, lassen Euer Majestät bitten. Also, ich verlasse mich ganz auf Sie, Graf Tettenbach. Zu Befehl, Euer Majestät. In der von Ernst Marischka inszenierten Sissi-Trilogie von 1955 bis 1957 war Karl-Heinz Böhm der Monarch in jungen Jahren. Der Schauspieler ist der Sohn des begnadeten Dirigenten Karl Böhm, welcher ab 1933 als Generalmusikdirektor in Dresden tätig war, ab 1938 den Stab bei den Salzburger Festspielen führte, von 1943 bis 1945
als Direktor der Wiener Staatsoper fungierte und in den Nachkriegsjahrzehnten Gastdirigate an allen berühmten Häusern der Welt wahrnahm. Friedrich II., genannt der Große, geboren 1712, verstorben 1786. Friedrich II. War wohl die bedeutendste preußische Herrscherpersönlichkeit der Geschichte, denn er war als bahnbrechender Staats- und Gesellschaftsreformer zweifellos der im guten Sinne fortschrittlichste und modernste Monarch seines Zeitalters. Ein überragender Förderer der Wissenschaften und der Künste, begnadeter Feldherr, eigentlicher Schöpfer der Großmacht Preußen und früher Wegbahner des Zweiten Deutschen Reiches. Der erste Streifen der Filmgeschichte über die wohl prominenteste preußische Majestät war der 1897 unter der Regie von Oskar Mester entstandene Kurzfilm Friedrich der Große beim Flötenspiel. Wohl 1900 und vermutlich unter dem Titel Friedrich der Große wurde ein Filmwerk hergestellt, aus dem das Foto stammt. Eugen Skladanowski, Bruder des Filmpioniers Max Skladanowski, ist in der Rolle des Preußenkönigs zu sehen. Den deutschen Bahnbrechern des Kinos, die am 1. November 1895 im Berliner Wintergarten weltweit zuerst Filme veröffentlicht vorführten, ist der Film Die Gebrüder Skladanowski gewidmet, den Wim Wenders mit Regiestudenten 1999 drehte. Der berühmteste Friedrich der Große Darsteller der Filmgeschichte, der wie kein anderer in den Augen der Zeitgenossen wie auch der cineastisch interessierten Nachwelt eine Übereinstimmung von Rolle und historischem Vorbild erreichte, war der geniale Otto Gebühr, da Friedrich der Große die meistverfilmte Persönlichkeit der deutschen Geschichte ist, kann Gebühr als der bedeutendste Darsteller im deutschen Historienfilm gelten. Er gab den Preußenkönig in insgesamt 15 Werken der Leinwand. Friedrich Wilhelm III., geboren 1770, verstorben 1840. Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., hier auf einem Gemälde des preußischen Hofmalers Franz Krüger, welches im Hintergrund das Luis-Mausoleum zeigt, gehörte zu den im deutschen Historienfilm am häufigsten in Erscheinung getretenen Persönlichkeiten. Dies in erster Linie, weil er der Gemahl der legendären Königin Luise war und weil in seiner Zeit die nationale Erhebung der Deutschen gegen die Fremdherrschaft Napoleons fiel. Friedrich Wilhelm III. War ein Großneffe des alten Fritz und der Vater von Kaiser Wilhelm I. In Die elf Schillschen Offiziere von 1926 von Rudolf Meinert inszeniert, trat Gustav Adolf Semmler als Friedrich Wilhelm III. Auf. In der Neuverfilmung von 1932 war Paul Günther der Preußenkönig, Walter Steinbeck als Friedrich Wilhelm III. In dem von Franz Pforten von 1912 inszenierten dreiteiligen Leinwandwerk Der Film von der Königin Louise. Matthias Wiemann trat als Gemahl der vom Volk fast wie eine heilige verehrte preußische Monarchin in dem zweiten Film Königin Louise von 1928 auf. Charles Willi Kaiser war Friedrich Wilhelm III. In Waterloo von 1929 und 1931 überzeugte Rudolf Forster als der König von Preußen in weltbewegender Zeit in New York unter der Regie von Gustav Uccicchi. Rudolf Förster stellte 1942 den Bürgermeister Dr. Karl Luiger in Wien 1910 dar. Und das ist ja eine neue Pummerer. Ich hab doch noch einen Stummel gehabt von gestern Abend. Den hab ich weggeworfen, der war ja schön. Du bist ein Verschwender, Pummerer. Wann die Wiener nur mein Gehäut kürzen? Erstens, weil ein blinder Bürgermeister nicht so viel wert ist wie ein Sehender. Und zweitens, weil ein kranker Bürgermeister nur viel weniger wert ist. In Luise, Königin von Preußen von 1931 war Gustav Gründgens der Angetraute der Unvergleichlichen. In Marschall vorwärts von 1932 gab Theodor Loos mit gewohnt starker Überzeugungskraft den Friedrich Wilhelm III. In Preußische Liebesgeschichte von 1938 mimte Karl Gunther den Monarchen. Ende der Woche erwarte ich von da zurück. Und wegen der Münchner Reise wird Schilden unterdessen alles vorbereiten. Guten Weg.
Ihre allerhöchsten Majestäten, der König und die Königin. Dieter Borsche kam unter Wolfgang Liebmeiner 1956 in Königin Louise als der Mann an der Seite der hohen Frau zum Einsatz. Und das ist es auch, warum wir unserem jetzigen König und Herrn so dankbar sind. Er liebt den Frieden. Vor allem aber hat er uns das Beste und das Schönste ins Land gebracht, was weit und breit zu finden war. Unsere liebe Königin Luise. Und darum zu ihrem Busch! In der siebenteiligen ARD-Historienserie von 1980, Christian Rottner, Bankier für Preußen, trat Gerd Baltus als Friedrich Wilhelm III. Auf. Friedrich Wilhelm IV., geboren 1795, verstorben 1861. Friedrich Wilhelm IV. Folgte seinem Vater Friedrich Wilhelm III. Als König von Preußen. Der Romantiker auf dem Thron machte sich um Erhalt und Wiederentdeckung deutschen Nationalkulturgutes hervorragend verdient, die ihm 1849 von der Deutschen Nationalversammlung angetragene Kaiserwürde schlug er aus. Wohl nicht zu Unrecht sah er in jenen Jahren ein neues deutsches Reich auf Sand gebaut. Die Abbildung zeigte den König auf einem zeitgenössischen Gemälde von Franz Krüger. Im deutschen Historienfilm sind Friedrich Wilhelm IV. Und seine Zeit vernachlässigt worden. Dass die große politische Volksbewegung in Deutschland jener Epoche zugleich national wie demokratisch war, also nicht in übliche Rechts-Links-Schemata passen will, macht die Beschäftigung mit diesem Sujet offenbar besonders schwierig. 1925 gab Franz Verdier im Zweiteiler Bismarck ein Gastspiel als Friedrich Wilhelm IV. Hans Nielsen trat 1938 als der Monarch in Preußische Liebesgeschichte auf. In Christian Rottner, Bankier für Preußen, von 1980 spielt Gerd Wammerling Friedrich Wilhelm IV. Friedrich Wilhelm zu Braunschweig, Lüneburg und Oels. Geboren 1771, verstorben 1815. Reichsfürst Friedrich Wilhelm zu Braunschweig, Lüneburg und Oels schlug 1809 mit seinen Getreuen auf eigene Faust gegen Napoleon los, um die Fremdherrschaft abzuschütteln. Schwarz war der Waffenrock und der mit weißem Totenkopf versehene Tschako seiner Männer, weshalb die Truppe Schwarzes Korps und der Führer Schwarzer Herzog genannt wurden. Auch in den Befreiungskriegen lieferte der Schwarze Herzog ein leuchtendes Vorbild an Tapferkeit. Das Bild zeigt Friedrich Wilhelm auf einem zeitgenössischen Gemälde von Johann Schwarz. Leopold von Ledebur stellte den Schwarzen Herzog 1912 in der Film von der Königin Louise dar. 1932 trat Bernhard Kötzke in dem Historienfilm Der Ufer, Der schwarze Husar, unter der Regie von Bernhard Lamprecht als Friedrich Wilhelm von Braunschweig auf. In dem 1934 gedrehten Streifen Schwarzer Jäger Johanna geht es um den Kampf und das Schicksal des vom Herzog geführten Schwarzen Korps.